Die Champions League des Ostens ist zurück. Rico Schmidt grüßt Aufsteiger Zehlendorf und Ostsport. Der FSV Zwickau ist zu Gast im Stadion Lichterfelde. Regionalliga-Premiere auch für Meistertrainer Robert Schröder mit seinen 03ern. Viktoria und Hertha Zehlendorf teilen sich die Heimspielstätte in dieser Saison. Nach 10 Jahren in der Oberliga gelang den 03ern der Aufstieg in die Regionalliga. Erste gefährliche Aktion. Bejasid vor Bayern Somnitz, Endstation Lenais. Beide Teams mit offenem Visier zu Beginn, 10. Minute. Jan Herrmann bedient Felix Pilger. Einer von 5 Neuzugängen kam vom BRK zum FSV. Hertha 03 spielt mutig nach vorne, kein Zeichen von Angst im Spiel der Berliner. 20. Minute. Serhat Polat hat eine Idee, die Bejasid mustergültig umsetzt. Der Aufsteiger schockt den DDR-Meister. Und der Torschütze Bejasid bringt reichlich Regionalliga-Erfahrung mit. Fast 100 Spiele für Viktoria, Babelsberg und Cottbus. Debütierte vor 9 Jahren in genau diesem Stadion. Heute mit 27 markiert Bejasid seinen 27. Regionalliga-Treffer. Und den ersten in der Geschichte von Hertha 03 Zehlendorf. Wie antwortet der FSV? 34. Spielminute. Starzev aus Erfurt neu verpflichtet. Und dann landet der Ball bei Jan Herrmann. Größte Chance der Gäste bis hierhin. Zehlendorf überrascht die über 1.100 Zuschauer. Eckball Joldasch. Kurze Variante. Polat bringt den Ball rein. Und dann ist es Sven Reimann. Der Ex-Babelsberger, ein ganz wichtiger Baustein im Team der 03er. Hertha erhöht auf 2:0. Wieder ist es Polat, der den Ball gefährlich reinbringt. Sengersdorf versucht sich gegen Enke und Reimann, der Rest der Zwickauer Hintermannschaft, nicht mehr als Statisten. Sträflich verteidigt, so kann Reimann seine ganze Klasse und Erfahrung ausspielen. Zwickau steht neben sich, Hertha weiter furchtlos, offensiv, kühn mit dem weiten Schlag in den Lauf. Von Gabriel Figoski-Viriera. 2 Kontakte, technisch brillant, wie der Deutsch-Brasilianer dieses Tor erzielt. 45 Minuten gespielt, 3:0 für Hertha Zehlendorf. Figoski-Viriera im Sommer von den 47ern aus Lichtenberg losgeeist. Profitiert in dieser Szene auch von massiven Abstimmungsproblemen zwischen Starzev und Lenas. Eine Sensationshalbzeit der 03er geht zu Ende. Zwickau steht völlig neben sich und geht mit 0:3 in die Halbzeitpause. Wenig Zwingendes in Halbzeit 2 bis zu diesem Foul von Starzev an Yildirim. Ein Debüt zum Vergessen für den Ex-Erfurter. Offensiv besonders auffällig. Serhat Polat probiert es direkt und verwandelt. Polat spielte eine Saison Regionalliga mit Tasmania. Hier verzückt er das Trainerteam um Robert Schröder und stellt auf 4:0. Um die Mauer gezirkelt, Polat an jedem Tor beteiligt, belohnt sich mit diesem Traumfreistoß. Eine Reaktion der Zwickauer bleibt weitestgehend aus. Die Gäste können den Schalter nicht mehr umlegen. Der eingewechselte Albert verpasst in dieser Szene am zweiten Pfosten. Die letzte Aktion des Spiels. Joldasch wird nicht angegriffen und der eingewechselte Stiller Figoski-Viera schnürt den Doppelpack. Zwickau nahe der Selbstaufgabe und der Aufsteiger im Freudentaumel. 5 Tore, ein historisches Debüt für Hertha Zehlendorf in der Regionalliga Nordost. Dass so schnell kein Anhänger mehr vergessen wird. Ich glaube, man hätte es sich kaum anders erträumen können. Ne? Man macht sich viele Gedanken vor so einem Spiel. Und dass man dann so in die Saison startet als Neuling. Boah, Hut ab vor den Jungs. Ja, verdienter Sieg.
Ich glaube, so kurz nach dem Spiel ist es noch ein bisschen nicht richtig greifbar. Ich glaube, wer das uns vor dem Spiel prognostiziert hätte, dass wir hier eine etablierte Regionalligamannschaft so wegfielen, dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Entschuldigung für die Wortwahl. Und jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir das richtig kanalisieren und verarbeiten. Wir müssen natürlich die Kirche im Dorf lassen. Ne? Unser Ziel ist nicht Abstieg. Dabei bleibt es auch. Wir haben nächste Woche ein schweres Auswärtsspiel in Jena, Aufstiegsaspirant. Da müssen wir uns dann zügeln, dass wir da eine ähnlich starke Leistung bringen, ansonsten wird es da eng. Ne? Wir haben ein paar neue Spieler dazu bekommen, wir sind hier an einem anderen Ort und wir sind vor allen Dingen in einer neuen Liga. Und das war für uns wichtig, dass wir ankommen in dieser Liga, dass wir die Erfahrung sammeln. Das ist natürlich jetzt mit dem ersten Spiel nicht getan, das wird immer weitergehen. Und da ist die Serie aus dem letzten Jahr, die müssen wir komplett ausblenden, ja? Weil es einfach ein ganz anderer Fußball ist, der jetzt auf uns zukommt. Herr Körricke, eine ganz bittere Auftaktniederlage für den FSV Zwickau beim Aufsteiger Hertha Zehlendorf. Können Sie die Enttäuschung überhaupt schon in Worte fassen? Ja, es ist wirklich sehr, sehr schwer, das jetzt in Worte zu fassen. Aber man sieht, wie schnell das geht. Gegen eine Aufsteigermannschaft hat man sich wirklich viel vorgenommen. Die sind natürlich euphorisiert, dass es nicht einfach wird. Wir wussten, dass sie spielerisch stark sind, aber wir wollten mit den Zwickauer Tugenden ihnen den Schneid abkaufen. Das haben wir nicht geschafft und so sieht es dann am Ende auch aus. Ich bin wirklich sehr enttäuscht. Ich habe mir meinen Einstand als Kapitän auch anders vorgestellt. Ja, nichtsdestotrotz, es ist jetzt ein Spiel gewesen. Die Saison ist trotzdem noch lang. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Ich will weitermachen. Am Freitag wartet ein wichtiges Spiel gegen Greifswald auf uns und da bin ich mir sicher, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden. Haben Sie noch Worte als Kapitän, die Sie vielleicht an die Fans richten wollen, die heute wieder zahlreich vor Ort waren und Sie gut unterstützt haben? Ja, na klar, ich habe eben auch vor der Kurve schon gesprochen. Ich habe mich entschuldigt für die Leistung von uns, weil wir definitiv mehr können als das, was wir heute geboten haben. Und ich kann mich nur nochmal entschuldigen, das, was wir geboten haben, ist nicht der FSV Zwickau. Aber ich bin sicher, dass wir im nächsten Spiel ein anderes Gesicht zeigen werden. Ein gebrauchter Tag für den FSV und seine Fans. Hertha 03 hingegen ist direkt angekommen in dieser Liga. Die nächste Bewährungsprobe wartet am zweiten Spieltag in Jena.